jetzt überraschen, was... Brady, komm mal her! Hoffentlich bekommen die Ingenieure das Ding bis zur Verhandlung zum Laufen. Verdammt gute Arbeit, Jack. Danke. Bei der Werft war es echt verrückt, Mann, aber es war's wert. Verbeult und wunderschön. Ein bisschen wie ich. Ich freue mich schon, den Goliath in Aktion. Oh Mann, sieh dir das nur an. Hey, genauso wird sich das Blatt wenden. Das gehört hierher. Und was soll ich mit diesem Teil hier? Wie läuft's, Kleiner? Es ist nicht so, als würde ich hier einen Seeker reparieren. Wochen. Das könnte Wochen dauern. Ach, komm schon, sei nicht so. Der Schaden, den er auf dem Weg hierher genommen hat, ist ziemlich gravierend. Die Fernverbindung bricht ständig zusammen. Das Zielsystem ist am Arsch. Das Geschütz scheint noch online zu sein. Brady, Lust auf einen Testschuss? Das wird so richtig rocken. Leg los! Mach schon, Brady. Ich bin bereit. Ich wusste doch, du schaffst es, Heather. Nein. Nein, 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 das ist gar nicht gut. Diese verdammte Überspannung brennt ständig alles durch. Unter anderem unser Stromnetz. Parrish, wir schaffen das nicht rechtzeitig. Heather, du schaffst das schon. Ich hätte es sonst niemandem anvertraut. Egal, was du brauchst, sag's mir. Da ist noch die Sache mit der Reichweite. Wir brauchen einen Stützpunkt, der näher bei der Hall ist. Dafür habe ich einen Plan, Brady. Es gibt einen Stützpunkt in Lombard. Wenn wir den einnehmen, sind wir in Reichweite der Verhandlung. Hey, öffnet das Tor. Verstanden. Dieser Tunnel führt direkt nach Lombard. Los. Heather schließt sich dir an, sobald der Goliath wieder läuft. Okay? Ich werde mein Bestes geben. Los jetzt und viel Glück, Kumpel. Ich hoffe, wir bauen ihn wieder richtig zusammen. Sei vorsichtig, ja? Ich habe noch ein paar Teile übrig. Hey, Brady. Wenn du dich auf den Weg nach Lombard machst, brauchst du eine Maske. Da draußen ist überall Gift. Nimm die hier. Alle roten Zonen sind Sperrgebiete. Zivilisten ist der Zutritt untersagt. Brady, da draußen wirst du deine Maske brauchen. Damals, im Jahr 2027, als es so aussah, als könnten wir die Stadt zurückerobern, haben die Norks im ganzen Distrikt Gas versprüht. Das Zeug kann dir noch immer die Lunge verbrennen, wenn du es tief einatmest. Ich schicke dir die Position des Stützpunktes auf dein Smartphone. Sobald du ihn erobert hast und Heather den Goliath repariert hat, kommt sie zu dir. Viel Glück. Unerlaubte Zivilisten, die versuchen, eine Haft durch Friedenswächter zu entgehen, werden erschossen.
센터를 대조하고 중앙에 생성된 문서를 보내야 한다. 센세티브 보스팀은 심해 섹터로 이동하라. 사관에게 자세한 내용을 보고하라. 보스팀은 40분 단위로 툴 스캔을 보고하라. 노란색 툴은 20분 내에 중앙에 보고해야 한다. In deiner Nähe gibt es ein zerstörtes Lagerhaus, in dem die KVA eine Funkstation eingerichtet hat. Sie zu erobern würde uns beim Kampf gegen die Norks in der Zone helfen. Seh nach, was du tun kannst. Das ist der Stützpunkt, Brady. Also, Heather hat den Goliath fast wieder zum Laufen gebracht. Jetzt liegt es an dir. Erobere diese Basis für uns und wir sind wieder im Geschäft. Ein Sperrgebiet. Unbefugtes Personal wird als mögliche Terrorbedrohung eingestuft. Gehen Sie sofort zur nächsten Friedenswächterpatrouille. Heben Sie die Hände über Ihren Kopf, verschränken Sie Ihre Finger und knien Sie sich. Du näherst dich einem KVA-Stützpunkt. Sie sich nicht.
Er wird stark bewacht sein. Aber wenn wir ihn erobern könnten, würden wir den Norks in dieser Zone einen schweren Schlag versetzen. Ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt.
Scan läuft. Ziel lokalisiert. Angegriffen. Jemand in der Nähe muss einschreiten. Gute Arbeit, Brady. Dieser Ort ist perfekt. Ich habe den Goliath dabei. Triff dich mit mir in der Garage, dann erzähle ich dir von den Vorbereitungen zu Walkers Rettung.
machst keine Faxen, was, Brady? Okay, Leute, wir müssen die Umgebung sichern. Sucht nach Waffen, Munition, allem, was wir benutzen können. Ich muss die Signalabdeckung für den Goliath sicherstellen. Ich schwöre, ich verbringe momentan mehr Zeit an der Tastatur als vor dem Krieg. Und... Haps! Unser Goliath hat jetzt im gesamten Gebiet volle Signalabdeckung. Damit sollten wir gute Chancen haben, wenn wir die Independence Hall stürmen. Okay. Weiter zu Phase 2. Also, die Norks benutzen fliegende Drohnen, um die roten Zonen zu patrouillieren. Wir nennen sie Duster, weil sie dieses Gas versprühen. Das Zeug ist übel. Wenn wir nicht wollen, dass diese Dinger bei der Indie Hall gegen uns eingesetzt werden, dann müssen wir alle Abschussorte in der Stadt zerstören. Ich schätze, sie werden gut bewacht sein, aber du musst das nicht alleine durchziehen. Ich werde den Goliath von hier aus steuern und dich unterstützen. So kann ich gleich die Systeme testen. Pass nur bitte auf den Goliath auf. Okay. Ich schicke dir die Standorte der Abschussgeräte auf dein Smartphone und aktiviere den Goliath. Dann fangen wir mal an. Okay. Ich habe den Goliath jetzt so programmiert, dass er deinem Smartphone sich nachfolgt. Ich kontrolliere das Geschütz. Lass uns ein bisschen Schaden anrichten. Okay, Brady, wir sind bereit. Dann finden wir mal heraus, was der Goliath drauf hat. Ich werde den Goliath funktionsfähig machen, aber du... Und
du etwa nicht, dass sie mithalten können?
KVA hat einen Stützpunkt neben einer riesigen Chemiefabrik erbaut. Die Norks haben dieses Gebiet stark verteidigt. Demnach müssen sie dort etwas Großes verstecken. Es könnte sich auszahlen, das zu untersuchen, wenn du kannst. Gute Arbeit beim Sichern dieses Stützpunkts. Du hast der KVA heute einen schweren Schlag versetzt. Er war ein wichtiger Teil ihrer Pläne für Lombard. Hoffen wir, dass es ein großer Rückschlag war.